Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 vom Famicom Classic Mini Special. Wir sind bei NES Open Tournament Golf oder wie es im Originalland heißt, Mario Open Golf. Kurz eine Info, die vielleicht Sammler interessiert. Es gibt sozusagen die westliche Version und die östliche Version davon. Die haben ähnliche Kurse, sind aber tatsächlich anders. Also wer irgendwie jetzt harter Nintendo-Sammler ist, braucht sowohl die Famicom-Version als auch die NES-Version. Da ist, glaube ich, aber wurscht, ob es jetzt PAL oder NTSC ist. Ich glaube, die sind beide dann gleich. So, erstmal hier natürlich so ein Title-Screen, da bin ich natürlich hin und weg. Ich, euer Mr. Werner 1974, zwei Peaches, wobei, wissen wir nicht. Vielleicht ist er da noch irgendwie, könnt ihr mal entscheiden, vielleicht weiß das irgendjemand. Ist das noch irgendwo hier so eine Pauline oder ist das schon Daisy oder... Auf jeden Fall ist hier, ne? Oder Peach hat eine Zwillingsschwester, was meine Chancen fast verdoppelt. Gut, das interessiert euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich wollte es einfach mal nur erzählen. Was auch vielleicht interessant ist, ich meine, es ist ja jetzt Golf, das habt ihr sicherlich schon mitgekriegt, warum die zum Beispiel auf dem Famicom nicht Baseball genommen haben. Aber ich vermute mal, wegen den ganzen Major League Baseball, auch mit TMs und so, dann hat man wahrscheinlich gesagt, okay, nimmst halt Golf. Tiger Woods Problem gab es damals noch nicht. Dann gucken wir mal. So, wir machen mal ein Stroke Play. Das ist also das Klassische, was man kennt. Ich glaube, 9 Löcher und dann einfach einmal durch. So, seht ihr, hier gibt es den US-Kurs, den Japan-Kurs und den UK-Kurs. Ich glaube, man kann auch noch Kurse freispielen. Es gibt dann auch nochmal das Ding für das Famicom Disk-System. Ist mal ganz lustig. Das habe ich einmal irgendwo auf einer Messe oder so gesehen. Habe ich aber nie irgendwie zocken dürfen. Das hat aber, glaube ich, andere Kurse. Also da gibt es dann auch Zusatzkurse für, nur, falls das irgendeiner interessiert. So, wir machen mal den UK-Kurs. So, genau. Bla bla bla, ist mir egal. Ich will keine Preise gewinnen. Ich will einfach nur Golf spielen. Ich finde das eigentlich sehr solide, das Ding. Deswegen, also das ist auch gut. Ich meine, muss ich euch Golfregeln erklären? Ein paar 4-Kurs ist klar, sollte man mit 4 Schlägen einlochen. So. Swing, slow, fast. Hat das irgendeinen Effekt? Wir machen erstmal slow. So, das ist Wood, ist klar, ist Holz. Dann dürfte da genau das I ist dann für Iron, also für Eisen. Wir fangen einfach mal an, genau. Den Ball überhaupt getroffen? Hä? Oder wo nicht? Distanz 0, ja. Also, muss ich zugeben, also das ist bis jetzt eine tolle Leistung. So, na also. Ins Rough, das bringt mir natürlich gar nichts, aber erstmal habe ich schon mal das Ding getroffen. Das bringt mir ja schon mal etwas. Mann, den Kurs kann ich sowieso abhaken. Aber so, was haben wir denn hier? 400 Yard. Da sollte ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem Holz arbeiten. Na gut, jetzt muss ich sowieso auf Eisen gehen. So, wie viel Rest habe ich denn noch? Ach, da ist 42. Da ist... Das geht so nicht.
machen wir gleich nochmal. Okay, das war es noch nicht. Aber das kriegen wir schon hin. So, der ist aber jetzt mal erstmal auf dem Green. Da. Ah, und er ist peachy. Bin ich doch total abgelenkt. Haha, ich wusste es. Da klappt das dann mit dem Einlochen auch nicht mehr. So, fügen Sie jetzt in den Kommentar hier einen Tiger Woods Witz Ihres Vertrauens ein. Ach komm, habt ihr nicht so. Habt ihr gerade mal eine plus 8 nach einem Loch? Mein Gott. So, das ist bestimmt doof, weil da komme ich wahrscheinlich nicht über die Bäume. Vor allem schon gar nicht, wie ich spiele. Scheint aber tatsächlich gültig zu sein. Das heißt, man kann das tatsächlich machen. Ah, oh, dann geht er sogar auf den richtigen Schlag. Oder beziehungsweise auf den richtigen Schläger. Hallo. Ist ja sogar Logik. Was war das? Ein paar 4? Ist ja gar nicht so verkehrt schon mal. Bisschen verzogen. Warum er uns dann das Ding gibt für Sandbunker, das weiß ich nicht. Bleib liegen. So. Na? Es wird. Ist egal. Immerhin schon mal habe ich was freigeschaltet, was es auch im Golf gibt. Immerhin Double Bogey. So. So. Yes! Der war gut. Der war nicht so scheiße. Hauptsache nicht ins Wasser. Und das wird wahrscheinlich auch in diesem Spiel einen Strafschlag geben. Ah! Da kommt der Golfprofi. So. Ja. Jetzt Risiko. Ach komm. Nein, 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 nein. Ich bin sowieso schlecht. Hauptsache, der geht erstmal übers Wasser. Boah, der war richtig gut. So, jetzt muss ich nur eigentlich möglichst platzieren. 26 Yards. Ja. Immerhin aufs Green. Chance auf Par. So. Sagt der Wind. Wahrscheinlich ist das abschüssiges Gebiet, ne? Na, auch das habe ich schon begriffen. Soll ja abschüssig demonstrieren. Egal. Nur noch ein Bogey. Ist egal. Das kriegen wir hin. So. 218. Also eine klassische Hole-in-One-Situation. Boah, und er macht auch noch den Superschuss. Ich hau ins Essen. Der Noob kriegt tatsächlich mal was hin. Ist egal. Ist wurscht. So, 42 Yards.
Das heißt, ich brauche eigentlich nur die Hälfte. Chance auf Paar. So. Slow ist schon... Das war nicht ganz so pfiffig, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich nicht drauf aufgepasst. Das war selber schuld. Aber auf jeden Fall ist ein solides Golfspiel. Braucht man gar nicht zu erzählen. Also geht voll in Ordnung. So. Eigentlich kann ich das doch fast durchspielen, ne? Ich kann die 9 Löcher doch durchspielen. Bin ja jetzt schnell genug. So. Upp. Boah, und wieder fast ein perfekter Schlag. Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist ein 5er, ne? Ne, das ist ein paar 4. Da muss ich also ein bisschen... Ich muss an meiner Länge noch arbeiten. Aber die Distanz gefällt mir noch nicht ganz. Boah, schön. So. Wenn wir den jetzt safe kriegen, das wäre natürlich super. Oder wir können den schon verwandeln. So. Oh, ist ja gut. So. Was ist das? Das sind die Quadrate? Weiß keiner. Ach, Mist! Ah, es wird. Es wird. Ich muss noch ein bisschen an der Länge der Schläge arbeiten. Ja gut, den kriege ich garantiert nicht darüber. Den muss ich also mit Sicherheit erst hier sicher machen. Selbst das wird eine Herausforderung. Ja. Ja. Wie ich schon gesagt habe, das war eine Herausforderung. Nein, 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 nein. Ich kann sowieso nicht so weit schlagen. Dann können wir ruhig mal Power machen. Okay. Das wird, wenn ich den verwandle, bin ich auch der Größte. Yes! Nicht Paar gleich direkt, sondern Birdie, also eins drunter. Wow! Geil. Geiles Golfspiel. Ich liebe es. Ich liebe es. Ist wirklich gut. Wie viel Distanz haben wir da noch? 218. Komm. No risk, no fun. Oh, der war perfekt. Der ist bestimmt out of bounds. Ich wusste es. Ich hasse euch. Ja. Scheiße. Strafschlag. Wäre auch zu einfach sonst. Ah, und dann so ein schöner Approach. Ah, schön. So. Na, der war ein bisschen sehr optimistisch. Und der verhungert. Nee, ist klar. So. Ist egal. Weiter. Vorletztes Loch. Okay, das ist ein Paar 3. Ja, stimmt. Da kann ich eigentlich jetzt mal drauf drischen. Ah, der geht ein bisschen weg.
Der war nicht so, obwohl der ist auch schön auf Green. So, 30. Bleib liegen. Ja. Der ist nicht so einfach. Oh, geht der weg. Das war gar nichts. So, letztes. Das ist mir egal. Im Augenblick spielen wir besser. So. Und ein paar Fünfer zum Schluss. Das war so klar. Miran von einem Bunker in den nächsten. Ja. Ja, ist schon klar. So. Er ist draußen, gut. So, wie viel haben wir da? Da will ich auf jeden Fall nochmal sicher gehen. Ich will auf keinen Fall im Fluss landen. Oh, der war gut. Bleib liegen. So. Also, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen ausholen. Ich hätte noch mehr ausholen müssen. Egal. Den kriegen wir. Ist egal. Kurs durch, ne? Wie? 18 Löcher? Ja gut. Da würde ich sagen, das mache ich jetzt nicht. Aber trotzdem, ist ein richtig guter Titel. Also macht sowohl in der PAL-Fassung Spaß auch als in der Fassung. Also damit macht man nichts falsch. Und jetzt könnt ihr mal raten, was als nächstes kommt. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.